ist, wie findet man den wahren Weg zu Gott? Wie findet man den wahren Weg zu Gott? Das ist das Thema von heute. Warum sprechen wir dieses Thema an? Ich fange immer meistens die Vorträge an, warum sprechen wir dieses Thema an? Als allererstes, weil wir Muslime dies als ein sehr wichtiges Thema ansehen. Der Allah subhanahu wa ta'ala, der allmächtige Gott, sagt im Koran zum Propheten Muhammad, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wir haben dich nur gesandt als Barmherzigkeit für die Welten. Und von der Barmherzigkeit ist es natürlich, dass wenn wir als Muslime davon überzeugt sind, dass der Islam der einzige wahre Weg zu Gott ist, der einzige Weg, der ins Paradies führt, vor der Hölle schützt, so wie es auch Christen von ihrer Religion überzeugt sind oder auch andere Religionsgemeinschaften von ihrer eigenen Religion insoweit überzeugt sind, so ist es dennoch unsere Pflicht, dies anderen Menschen zu verkünden und unsere Argumente dafür auch zu liefern. Mir wird es sicherlich heute nicht möglich sein, in einer Stunde Vortrag alle Argumente, die wir als Muslime haben, beziehungsweise die wir als Muslime als Argumente ansehen, mir wird es mit Sicherheit nicht aus verständlichen Gründen nicht möglich sein, innerhalb von einer Stunde alle Argumente zu liefern. Aber was mein Ziel ist es einfach, den Menschen zum Nachdenken anzuregen und Interesse zu wecken, sich mit dem Islam zu beschäftigen. Wie der Bruder eben schon gesagt hat, die richtige Methode meines Erachtens ist es, sich mit dem Islam zu beschäftigen, dass man sich einfach eine Koranübersetzung kauft. Die kann man übrigens auch bei uns erwerben, eventuell eine gute Koranübersetzung, wie zum Beispiel diese hier von Abdullah Frank Bubenheim. Und also von einem Muslim übersetzt, nicht von jemandem, der den Koran so übersetzt, dass er dann schon in das christliche Schema hineinpasst, wie es bei den meisten Koranübersetzungen in deutscher Sprache ist. Denn wie wir wissen, können die Übersetzungen gravierende Unterschiede vorweisen. Dies ist ja auch bezüglich der Bibelübersetzung, kennt man diese Fälle ja schon. Da werden einige Dinge ganz anders übersetzt und man ist erschrocken, was in der anderen Bibel steht, wegen der Übersetzung. Deswegen eine Übersetzung von einem Muslim, man beschäftigt sich einfach damit, liest die Sachen, unterhält sich mit praktizierenden Muslimen, nicht mit Muslimen, die sich Muslime nennen, aber Disco-Muslime sind oder so, oder mit dem Islam nichts zu tun haben, außer dem Namen, dass sie Ahmed heißen. Das ist erstmal eine ganz wichtige Grundlage. Dann fragen wir uns, okay, wie finden wir den wahren Weg zu Gott? Für viele Menschen sicherlich ein Problem, man wächst auf in einer Welt und man sieht, man wird konfrontiert mit vielen verschiedenen Religionen. Der eine ist Buddhist, der andere ist Hindu, der andere ist Jude, der andere ist Christ, mit den verschiedenen Gruppen, ja, evangelisch, katholisch, orthodox, Zeuge Jehovas und so weiter und so fort. Und man sieht, dass jeder irgendwie auf die eine oder andere Weise behauptet, zumindest wenn er diese Religion richtig auslebt, dass er behauptet, dass sein Weg der wahre Weg ist. Dies behauptet der Muslim, dies behauptet der Buddhist, dies behauptet der Hindu, dies behauptet. Jeder sagt auf eine oder andere Art, mein Weg ist der wahre Weg zu Gott. Es gibt heute die Tendenz, die sieht man, zum Beispiel wenn man in die Bücherregale hineinschaut, die Tendenz, dass man sagt, eigentlich sind alle Wege gleich. Zum Beispiel findet man Bücher mittlerweile, da steht, viele Wege, eine Wahrheit. Viele Wege, eine Wahrheit, das heißt, alle Wege führen nach Rom. Aber wenn man ganz ehrlich zu sich ist, ist dies eine falsche Herangehensweise und eine falsche Annahme, denn wir wissen ganz genau, dass jeder Weg von sich selber sagt, dass er der richtige Weg ist. Deswegen können nicht alle Wege gleichzeitig richtig sein. Es kann nicht sein, dass Christentum beispielsweise sagt, Reinkarnation gibt es nicht und Hinduismus sagt, Reinkarnation gibt es. Es kann nicht sein, dass beides gleichzeitig richtig ist. Es kann nicht gleichzeitig richtig sein, dass der Christ sagt, ich komme jetzt auf Christentum, dass der Christ sagt, du musst daran glauben, dass jemand für deine Sünden gestorben ist. Und der Jude sagt, nein, du musst nicht daran glauben. Niemand stirbt für deine Sünden. Hesekiel 18, Vers 21, um dies zu begründen. Kann nicht sein. Das heißt, es könnte bei einigen Menschen zu Verwirrung kommen. Ist das, was ich glaube, korrekt? Wie kann ich den Weg finden? Welchen Weg muss ich einschlagen? Was muss mein Kriterium sein, um den wahren Weg zu finden? Darum geht es heute. Ich werde dann inshallah einige Argumente des Islam erwähnen und vor allen Dingen auch einige
Grundgedanken bzw. die Grundtheologie des Islam etwas erklären, um auch Interesse zu wecken und einige Interesse in diesem Zusammenhang zu wecken. Wie müssen wir jetzt den wahren Weg suchen? Und an dieser Stelle werde ich ein Gespräch erwähnen, beziehungsweise eine Diskussion erwähnen, die ich einst mit einem Missionar auf der Straße hatte, mit einem christlichen Missionar von einer freikirchlichen Gruppe. Und ich meinte zu ihm damals, gib mir einen rationalen Beweis, dass das Christentum richtig ist, beispielsweise. Übrigens, das ist jetzt kein Beweis, dass Christentum verkehrt ist, das ist jetzt nur, um zu beweisen, dass diese Herangehensweise verkehrt ist, die dieser Mensch in der Diskussion mit mir gewählt hat. Er hat zu mir gesagt, ja, da gibt es keinen rationalen Beweis für, das muss man einfach spüren. Der Heilige Geist ist auf mich herabgekommen, ich habe das gespürt, das muss man spüren. Aber, wenn wir in die einzelnen Religionen hineinschauen, finden wir auch in anderen Religionen, nicht christlichen Religionen, Menschen, die behaupten, etwas gespürt zu haben, die behaupten, etwas gesehen zu haben, und das kann auch eine Täuschung sein. Das heißt, Emotion kann täuschen. Und danach fing er an, in dieser Diskussion, weil das ist eine gute Einführung für uns, um darüber nachzudenken, meinte er zu mir, bei uns gibt es Leute, die verschiedene Wunder bewirken. Kranke werden geheilt, Blinde werden sehen und so weiter und so fort. Daraufhin meinte ich zu ihm, ach so, und die können mit verschiedenen Zungen sprechen, verschiedene Sprachen sprechen. Er meinte zu mir, also erwähnte diesen Punkt, daraufhin meinte ich zu ihm, ja, kein Problem, guck mal in Indien, da gibt es Leute, die sagen, aufgrund von Gott können wir uns Spitzen durch die Backe stechen, können über heiße Glut laufen, können die verschiedensten Dinge machen, die übernatürlich wirken für uns. Ist das bei denen auch? Du sagst, bei dir ist das der Heilige Geist. Ist das bei ihnen auch der Heilige Geist? Daraufhin meinte er zu mir, nein, 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 das ist ja was anderes. Ja, was ist das denn bei denen? Ja, bei denen sind das Dämonen. Ach so, vielleicht sind es bei dir auch Dämonen. Oh, da fiel das, wurde das Gesicht erstmal blass. Das heißt, diese Erfahrungen können täuschen. Vor einigen Tagen habe ich einen Brief bekommen, auch von jemand aus einer Freikirche, der meinte zu mir, dass er sich mit dem Islam beschäftigt und dass er etwas Zweifel bekommen hat, auch an seiner eigenen Religion, dass es nur zwei Argumente gibt, die in seiner Gemeinde genannt werden gegen den Islam. Erstes Argument, dass der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, als er die erste Offenbarung bekommen hat, vom Propheten Gabriel mit einem Handtuch gewürgt worden ist. Und bei den anderen Propheten, wo der Engel kam, hat er gesagt, fürchte dich nicht. Die Antwort auf diese Frage war, die Geschichte, die du gerade erzählst, das kenne ich nicht. Weil der Prophet ist niemals gewürgt worden vom Engel Gabriel mit einem Stoff, sondern er ist gewürgt worden von einem Feind des Islam, als er an der Kaaba gebetet hat, als jemand von hinten wie eine Schlinge mit einem Stofftuch gemacht hat und versucht hat, ihn zu töten. So wie andere Propheten, wie so wie andere auch versucht haben, im Vorfeld, vor dem Propheten Mohammed, Propheten zu töten. Die Geschichte ist schon mal falsch, können wir schon mal getrost in den Mülleimer werfen. Dann kam das zweite Argument und er meinte zu mir, also da kam dann, dass behauptet wird in seiner Gemeinde, dass der Islam eine tote Religion ist, weil es gäbe bei ihm gäbe es Leute, die sagen, also dass die Kranke heilen und wieder dasselbe Spiel, Zungen reden und so weiter und so fort. Halt Dinge, die übernatürlich wirken für uns. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, das gibt es im Islam auch. Aber das sind meistens die Scharlatane, die dies machen. Weil sie mit bösen Geistern zusammenarbeiten. Hört sich jetzt vielleicht für einige Leute etwas abstrakt an. Wer es miterlebt hat, hat es miterlebt und wird es wahrscheinlich bezeugen können. Gerade wenn er aus einigen islamischen Ländern kommt. Aber ich sage, es gibt auch Leute, die wirklich, denen einige Sachen, die übernatürlich erscheinen, geschehen. Und dieses auch vom Islam, das gibt es im Islam. Nur wir müssen gucken, wie lebt dieser Mensch? Lebt dieser Mensch wirklich nach Koran, nach dem Wort Gottes und nach Sunna? Oder lebt der entgegengesetzt dem, was die Lehre des Propheten lehrt? Denn wenn ihr entgegengesetzt der Lehre des Propheten lebt
und er macht solche Dinge, dann ist das für uns ein Zeichen, dass er mit Dämonen zusammenarbeitet. Natürlich werden einige Leute sagen, Dämonen hin und her, das hört sich alles an nach Poltergeist, aber nur um unsere Erklärung zu verstehen. Was ist überhaupt noch die Antwort darauf, wenn ich mit einem Christen über diese Szenarien rede, dass etwas passiert, Kranke werden geheilt und hin und her, was sage ich darauf? Wir müssen sagen, ist derjenige, der diese Wunder wirkt, ist er jemand, der nach der Botschaft Gottes lebt? Ist er jemand, der Gott alleine dient? Und in welchem Namen macht er diese Wunder? Macht er diese Wunder wirklich im Namen von Jesus? Ja, dann ist der Christ der Einzige, der die Wunder im Namen von Jesus macht. Das ist ein Wunder, oder? Aber in der Bibel steht, und das sollte jeden Christen, der diesen Weg einschlägt, zum Nachdenken anregen, in Matthäus 7, Vers 22, dass Jesus gesagt haben soll, doch an jenem Tage werden viele zu mir kommen und werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen, nicht im Namen von Gott, in deinem Namen Prophezeiungen gemacht? Und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Und haben wir nicht in deinem Namen Wunder gewirkt? Und ich werde sagen, fort von mir, ihr Übeltäter, ich kenne euch gar nicht. Darüber sollte sich jeder, der dieses emotionale Argument als Argument für die Richtigkeit des Christentums nimmt, sollte er sich über dieses Argument Gedanken machen, denn der Einzige, der behauptet, Wunder im Namen von Jesus zu machen, sind die Christen. Und Jesus sagt laut seiner Bibel, an die er glaubt, dass diejenigen sind, die am jüngsten Tag von ihm weggeschickt werden und diejenigen sind, die nicht seinem Weg gefolgt sind. Das war das erste Argument. Das zweite Argument, was viele Leute bringen, und das ist eigentlich überhaupt kein Argument, und dessen muss man sich wirklich bewusst sein, ist, dass jemand zum Beispiel eine Religion sieht, sei es Judentum, sei es Christentum, sei es Islam. Und jede Religion hat, alle Religionen haben gemeinsam, dass sie zum Guten irgendwo aufrufen. Auf die eine oder andere Weise. Aber die Religionen haben auch Beschränkungen. Es gibt Beschränkungen. Beispielsweise, ich gebe ein Beispiel, das hat Judentum, Christentum und Islam gemeinsam, dass unehelicher Geschlechtsverkehr verboten ist. Ist einigen Christen vielleicht mittlerweile fremd, aber wir reden von der Grundlage der Religion, von dem, was die Bibel lehrt. Dort ist dies verboten, ganz eindeutig. Da braucht man nur zu den Briefen vom Apostel Paulus zu gehen. So, dies ist etwas, was verboten wird. Und es gibt vielleicht jemanden, der sagt, ja, ich habe keine Lust, mir vorschreiben zu lassen, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich finde das gut, ich mache diese Sache und das gefällt mir. Aber dies ist überhaupt kein Argument und jeder kann sich leicht beantworten, warum dies kein Argument ist für die Auswahl der richtigen Religion. Weil das ist nach dem Motto, ach ich gucke mal, ach das ist ja eine gute Religion, ach da kann ich das alles machen, wunderbar. Ich habe einmal mit einer Frau geredet, die sagt, sie hat keine Religion, sie hat gesagt, sie ist Buddhistin. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weil eigentlich im Buddhismus, beziehungsweise auch im Hinduismus, Buddhismus kommt ja eigentlich aus dem Hinduismus, das heißt, Gautama Buddha hat ja eigentlich einige humanistische Prinzipien in die Religion Indiens hineingebracht. Das heißt, eigentlich ist der Fleischverzehr bei den ganz orthodoxen Hindus, Buddhisten eigentlich ganz untersagt. Ja? Und ich kam mit diesem Argument in diese Diskussion, sie meinte zu mir, ja, so Islam, nö, ich bin Buddhist. Dann habe ich gesagt, ach, Buddhismus, das ist zu schwer für mich. Bei uns im Islam darf man nur kein Schweinefleisch essen, aber Buddhismus und so darf man ja gar kein Fleisch essen. Ach so, ja? Ja, nee, dann ist Buddhismus auch nichts für mich. Ja, das heißt, der guckt, pickt sich raus, ach, das gefällt mir, ach, das ist ja schön, da kann ich dies und das machen. Ja, wenn das die richtige Religion ist, dann musst du vielleicht die Anarchie wählen, weil da kannst du die Sau rauslassen. Aber dann wird der Planet wahrscheinlich dann innerhalb von der nächsten 10, 20 Jahre... Dann wird ja alles nur drunter drüber gehen. Also das ist totaler Quatsch. Das heißt, du kannst nicht sagen, und das ist der Fehler, den auch viele machen, die sich mit dem Islam beschäftigen. Und diesen Fehler sollte man nicht machen.
Man schaut sich an, ach, warte mal, Islam, ist es so und so? Letztens ruft mich einer an, alter Freund von mir, der interessiert sich für Islam. Hör mal, wenn man Muslim wird, muss man sich da eigentlich beschneiden lassen? Das heißt, ja, okay, warte mal, wenn das so ist. Ja, aber was ist, wenn Gott das befohlen hat? Was ist dann? Übrigens ist es keine Bedingung für jemanden, der Islam annehmen will, sich beschneiden zu lassen. Beschneiden ist zwar eine religiöse Pflicht, aber keine Bedingung für jemanden, ob er ins Paradies kommt oder über die Hölle. Das ist eine kleine Sache im Islam. Alhamdulillah. Wie gesagt, aber diese Herangehensweise ist, wie gesagt, totaler Quatsch. Dass ich gucke, oder der andere sagt, ja, warte mal, Kopftuch im Islam, hin und her, das ist doch schwer und so und so. Ich zeige gerne eine Frau, das ist ungewohnt für mich. Wir wissen, das ist ungewohnt für dich. Und es ist keine Bedingung für eine Frau, um Islam anzunehmen, Kopftuch zu tragen. Es ist eine religiöse Verpflichtung. Aber wir sagen, bei allen Dingen, die jemand hat, die jemanden hindern, bei allen Angewohnheiten, die man hat, jemand hat eine Freundin, jemand trinkt Alkohol, wir sagen zu ihm, nehme Islam an und arbeite daran. Weil es ist keiner perfekt. Und Gott weiß, dass wir Fehler machen. Gott hat uns sogar erschaffen und wusste, dass wir Fehler machen, mit der Absicht, dass sich in diesen Fehlern, die wir machen, seine Vergebung manifestiert. Denn wenn wir keine Vergebung machen, wenn wir keine Sünden machen würden, wo würde Gott, dadurch zeigt Gott, dadurch, dass wir Fehler machen, dass er ein verzeihender Gott ist. Dass er die Reue annimmt von dem, der etwas zeigt, und man arbeitet an den Fehlern. Aber worauf es erstmal ankommt, ist, dass man sich die Ewigkeit sichert, dass man bezeugt, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer der allmächtige Gott, und dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Dieses erstmal, dass man in diesem Rahmen drin ist. Und dann, keiner ist perfekt, jeder macht Fehler, und Gott ist bereit, die Sünden zu vergeben, für den, der Reue zeigt und versucht, sich zu verbessern. Alhamdulillah. Dann beispielsweise ein anderes Argument, was viel eingesetzt wird gegen den Islam, gerade heutzutage, ist die Rolle der Frau im Islam, beziehungsweise, das ist der erste Punkt, Rolle der Frau im Islam, beziehungsweise Kriege im Islam und so weiter. Was mich wundert, oder was mich entsetzt teilweise, ist, dass diese Argumente hauptsächlich von christlichen Missionaren benutzt werden, um Muslime durcheinander zu bringen. Es wird gesagt, die Frau im Islam und Kopftuch und bla 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 bla. Und die Frau im Islam erbt nur die Hälfte vom Mann, wenn sie einen Bruder hat. Und wenn man aber die Bibel aufschlägt, also mit anderen Worten, das ist ein Beweis, dass dieses Buch nicht von Gott sein kann. Wenn man aber die Bibel aufschlägt, zum Beispiel Numeri 27, Vers 8, das heißt 4. Buch Moses 27, Vers 8, dort steht, dass eine Frau, wenn sie einen Bruder hat, gar nichts erbt. Ja, dann jetzt wird vielleicht jemand sagen, das ist das Alte Testament. Okay, kein Problem, das ist Altes Testament, aber du sagst, dass das von Gott ist, oder? Sagen wir, dass es abrogiert wird, aber du sagst, es ist von Gott. Das heißt, wenn du daran glaubst, dass Gott dies einmal offenbart hat, wie kannst du jetzt glauben, wo die Frau mehr erbt als bei dir, dass dies nicht von Gott offenbart wurde? Übrigens, um direkt das Vorurteil aus dem Weg zu schaffen, wenn man eine Sache beurteilen will, muss man diese Sache tiefgründig beobachten. Warum erbt der Bruder das Doppelte von der Schwester im Islam? Weil wenn jemand dieser Sache nachgeht, dann wird er die Weisheit, die dahinter steckt, auch verstehen. Der Bruder ist verantwortlich, für seine Frau eine Brautgabe zu bezahlen. Die Schwester kriegt eine Brautgabe bezahlt von ihrem Mann. Der Bruder ist dazu verpflichtet, das Haus und das Haus zu versorgen, das Haus zu bauen und so weiter. Die Schwester, wenn sie heiratet, das Haus wird für sie gebaut. Der Bruder ist dazu verpflichtet, sich um seine Angehörigen, inklusive seine Schwester, um sie zu kümmern. Und um die Mutter, wo der Vater beispielsweise gestorben ist, sich um sie zu kümmern. Die Schwester ist überhaupt nicht dazu verpflichtet. Der Bruder ist dazu verpflichtet, seine Familie zu versorgen. Die Schwester wird versorgt von der Familie. Deswegen hat er viel mehr, sind die finanziellen Pflichten bei ihm viel mehr, und daher erbt er auch das Doppelte von der Schwester. Und das versteht jeder Mensch, der rational darüber nachdenkt. So, das als erstes. Dann der zweite Punkt ist, dass genannt wird, ja, der Prophet Mohammed s.a.w. hat Kriege geführt. Und wir wissen, er hat Kriege geführt, doch bevor man so etwas beurteilt, muss man fragen, wieso, weshalb, warum, welche Weisheit steckt dahinter? Wir sind mit Sicherheit dagegen,
dass irgendjemand sich hier im Hauptbahnhof oder was weiß ich, in der Schule oder irgendwo anders in die Luft sprengt und irgendwelche unschuldigen Menschen umbringt. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Oder dass irgendjemand als Geisel genommen wird in seinem Urlaubsland oder irgendwo anders und dort abgeschlachtet wird von irgendjemandem. Wir sind mit Sicherheit dagegen. Warum? Nicht, weil wir einfach für die Menschen sind. Natürlich haben wir Mitleid mit den Menschen, das ist eine natürliche Veranlagung. Aber an allererster Linie auch, weil dies gegen die Lehren des Propheten Mohammed s.a.w. ist. Denn der Prophet Mohammed s.a.w. hat es verboten, im Kriegsfall Frauen zu töten, Kinder zu töten und Greise zu töten. Und seine Nachfolger wie Abu Bakr haben es verboten, Mönche zu töten. Warum? Weil diese sich nicht an der Krieg mit beteiligen. Das heißt, wir müssen dies als Maßstab nehmen und dann sieht man ganz eindeutig, wie sehr es gegen die islamische Lehre verstößt, wenn man irgendeinen Zivilisten oder irgendjemand anders angreift oder diese Attacken, die man sieht und die tatsächlich auch teilweise vielleicht auch, weiß man gar nicht, wer die ganzen Sachen gemacht hat, aber teilweise sicherlich gibt es auch Muslime, die zu dieser Sache bereit sind und die sollten sich auch über diesen Hadith und über diese Aussagen, die ich gerade genannt habe, sollten sie sich Gedanken machen, falls jemand hier ist, der solche Gedanken hat. Nächster Punkt. Ja genau, die Kriege, um nochmal darauf zurückzukommen. Und da kommt schon wieder der Widerspruch, dass man sieht, dass im Alten Testament Moses Kriege geführt hat. Jetzt kommt wieder dasselbe Argument, das ist Altes Testament. Ja okay, dann sagen wir wieder, ja, aber Altes Testament, glaubst du es von Gott? Wie kannst du glauben, dass Gott befohlen hat, Moses über die Midianiter herzufallen, Numeri 32, aber jetzt glaubst du nicht, dass so etwas dem Propheten Mohammed offenbart wurde? Und übrigens in der Bibel sogar, wenn man die Bibel als authentisches Wort Gott bezeichnet, dort steht, dass sogar die Frauen und die Kinder getötet wurden. Die Frauen, die keine Jungfrauen mehr gewesen sind. Das heißt, wenn du diese Sache als Maßstab nimmst, wenn die Missionare die Rolle der Frau im Islam und im Christentum als Maßstab für die Wahrheit der Religion nehmen, dann müssen sie sagen, Islam ist wahr. Wenn sie die Kriege als Maßstab nehmen, dann müssen sie sagen, Islam ist wahr. Weil das, was bei unseren Propheten passiert ist, ist noch viel mehr. Und im Koran steht, ich nehme nur einen Vers, weil es ist halt so, man nimmt immer einen Vers vom Koran, stellt den da, ohne den Kontext zu beachten. Zum Beispiel steht ein Vers, tötet sie, wo immer sie finden, aber davor steht, wenn sie euch weiter bekämpfen, danach steht, wenn sie euch Frieden anbieten, dann geht nicht weiter gegen sie vor. Das wird natürlich nicht erwähnt. Genauso könnte ich allerdings aus der Bibel Verse nehmen und dann kommt ein ganz anderes Bild. Sagen wir, Christentum ist eine friedliche Religion? Sagen wir, die Lehre von Jesus ist eine friedliche Religion? Ja, sagen wir, oder? Ich bin der Meinung, dass Jesus ein Prophet Gottes ist, so wie Mohammed ein Prophet Gottes ist, so wie Moses ein Prophet Gottes ist. Und wir glauben, dass die Kriege, die geführt wurden von den Propheten, aus einem Grund, eine Weisheit, die bei Gott ist, geführt wurden. Wir glauben, dass man niemand töten darf, keine Unschuld und so weiter. Und wir glauben, dass Jesus und alle diese Propheten mit einer friedlichen Religion gekommen sind. Aber ich könnte zum Beispiel nehmen, Matthäus 10, Vers 34, im Koran steht, Mohammed, wir haben dich gesandt, nur als Barmherzigkeit für die Welt, in Sura 21. In Matthäus 10, Vers 34 steht, das stelle ich jetzt hin, denk nur nicht, ich bin gekommen, um Frieden zu bringen, denn ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Was sagen wir hierzu? Das heißt, da sieht man, und nicht, dass das jetzt jemand falsch versteht, aber manche Leute, die wollen leider alles falsch verstehen. Ich habe das nur gezeigt, diesen Pferd, um zu demonstrieren, wie schnell man eine Botschaft, die man als ganzes Paket nehmen muss, wie schnell man diese entstellen kann. So. Jetzt natürlich, das waren jetzt erstmal einige Punkte, wie man an die Sache nicht rangehen sollte. Jetzt, wie soll man an die Sache rangehen? Was ist erstmal der Islam selber? Welche Argumente hat der Islam an sich? Als allererstes fängt es im Islam an mit dem Wort selber. Islam. Was bedeutet Islam? Islam bedeutet als allererstes, sich Gott hingeben, sich Gott ergeben, die Hingabe zu Gott, sich Gott unterwerfen. Und dieses Prinzip, dieses Wort Islam, kommt von dem arabischen Wort Salama, was so viel heißt wie in Frieden leben, in Sicherheit leben.
Dadurch lässt sich ableiten, dass derjenige, der sich Gott ergibt, sich Gott hingibt, so wie die Propheten es gezeigt haben, jemand ist, der dadurch Frieden und Sicherheit für sich selber erlangt. Dann kommt Islam auch von dem Wort Salam, ist verwandt damit. Und Salam heißt übersetzt Frieden. Also das Wort Islam selber ist nicht Frieden, das Wort Salam, was von derselben Wortwurzel kommt. In der arabischen Sprache gibt es diese Wortwurzeln, diese Verwandtschaft der Wörter dadurch. Und ein Name von Gott ist As-Salam, das heißt der Heilbringer oder der Friede selber. Und ein Name vom Paradies ist Dar-us-Salam, das Haus des Friedens. Und deswegen sind wir auch davon überzeugt, bin ich auch davon überzeugt, dass der Islam eine Religion ist, die den Frieden für die Menschheit will. Und die auch Konzepte hat, diesen Frieden zu erreichen. Und da könnte man noch tiefer drauf eingehen. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass einige Länder, die die höchste Vergewaltigungsrate haben, die die höchste Selbstmordrate haben, die die höchste Mordrate haben, die höchste Drogenabhängigkeitsrate haben, die größte Depressionsrate haben, die und so weiter und so fort, dass diese Leute versuchen, wo gewaltverherrlichende Filme Tag ein, Tag ausgezeigt werden, dass diese Leute versuchen, der Welt Frieden zu bringen, das ist der größte Schwachsinn. Wenn du Frieden bei dir selber noch nicht mal schaffen kannst, wie willst du es woanders schaffen? Natürlich könnte jetzt jemand sagen, ja okay, in den islamischen Ländern. Nur man sollte die Geschichte auch mal betrachten, woher das alles kommt. Aber man braucht nicht zu tief auf die ganzen Sachen einzugehen. Wir reden über die Botschaft des Islam. Alhamdulillah. Islam heißt sich Gott hingeben, sich Gott ergeben. Und dieser Name ist nicht etwas, was von irgendeinem Menschen erfunden wurde. Ist nicht der Name eines Menschen oder der Name eines Stammes, so wie bei den meisten anderen Religionen. Islam ist der Name, den der allmächtige Gott selber für seine Religion gewählt hat. Denn im Koran steht in Sure 3, Vers 19, Inna dina indallahi Islam. Die Religion, wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam, die Gottergebung. Und deswegen sagen wir Muslime auch, die islamische Lehre ist es, dass der Islam keine neue Religion ist, sondern dass der Islam die Urreligion aller Propheten widerspiegelt. Dass das eine Wiedererscheinung der Urreligion aller Propheten ist. Denn alle Propheten kamen, sei es Abraham, sei es Josef, sei es Musa, also Moses, sei es Jesus, sei es Mohammed, sei es Salomon, sei es David, kamen alle vom selben allmächtigen Gott mit derselben Botschaft. Ergebe dich Gott, gebe dich Gott hin, unterwerfe dich dem Willen Gottes und du wirst Frieden und Sicherheit für dich selber erlangen und du wirst ins Paradies gehen. Wenn wir zum Beispiel die Bibel betrachten und wir als Muslime glauben, dass die Bibel denselben Ursprung hat, beziehungsweise die Tora und das Evangelium, Tora heißt Pentateuch, die fünf Bücher Moses, beziehungsweise das Evangelium, dass sie vom selben Ursprung kommen. Es ist im Islam ein Glaubensartikel, das nennt sich im Arabischen Ruknul Islam, ein Rücken, eine Säule des Islam, dass wir daran an die Bücher glauben, die vorher herabgesandt wurden. Allerdings ist die islamische Lehre, dass diese Bücher, die vorher herabgesandt worden sind, entstellt wurden. Das heißt, wenn der Koran dazu auffordert, an die Bücher zu glauben, heißt das, an das zu glauben, was auf Jesus herabgesandt wurde. An das zu glauben, was herabgesandt wurde zu Moses. Aber wir glauben zur selben Zeit, aufgrund dem, was im Koran steht, die islamische Lehre ist, Sure 2, Vers 75 und Sure 2, Vers 79, ganz eindeutige Verse, dass diese Botschaften entstellt wurden. In Sure 2, Vers 79 finden wir zum Beispiel, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُلُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Wehe denen, die das Buch mit ihrer eigenen Hand schreiben und dann sagen, dieses von Gott, um damit einen geringen Preis zu erkaufen. Und dies wird in Buch 9, in Band 9 von Sahih al-Bukhari, Hadith 461, auch bestätigt, dass sich dies auf die Leute der Schrift, das heißt Juden und Christen, bezieht, dass sie das Buch mit ihrer eigenen Hand geschrieben haben. Dies ist das, was der Islam lehrt. Deswegen, wenn wir die Bibel betrachten, Alte Testament, Neue Testament, und Allah sagt auch im Koran, dass der Koran Muhaimin ist für sie. Das heißt, die Unterscheidungsnorm, um zu sehen, was ist davon richtig, was ist davon falsch. Das ist der
Das ist das, die islamische Glaubenslehre. Zum Beispiel, wenn, wir wenn im Koran eine Geschichte anders erzählt wird als der Bibel, dann wissen wir, dass diese Geschichte nicht korrekt ist. Woraus schließen wir das? Ich gebe beispielsweise ein Beispiel. In Genesis lesen wir, dass Isaak geopfert werden sollte von Abraham. Aber in Genesis 22, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wenn einer die Referenzen genau haben will, kein Problem, wir können darauf zurückgehen, ich habe die Bibel dabei, dann kann ich ja schnell suchen, steht, du sollst deinen einzigen Sohn opfern. Und der einzige Sohn kann nur Ismael gewesen sein, weil Ismael der Erstgeborene war. Und an anderer Stelle steht, dass auch der Erstgeborene von einer Magd, weil Hajar, die Mutter von Ismael, beziehungsweise Ismael, ja, war eine Magd gewesen und Sarai, beziehungsweise Sarah, war die rechtmäßige Ehefrau, aber dass trotzdem auch der Sohn von einer Magd den Status des Erstgeborenen bekommt. Das als kleines Beispiel. Ja, deswegen glauben wir, dass diese Bücher entstellt worden sind. Und wir finden aber trotzdem immer noch Spuren von dem, was wir sagen, was Islam ist. Ganz berühmt und ganz bekannt, wahrscheinlich unter jedem Nicht-Muslim hier auch, sind die 10 Gebote. Was finden wir dort? Exodus 20, Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhaus. Du sollst dir keine Götter neben mir nehmen. Was ist das? Das ist das islamische Prinzip, Gott alleine zu dienen. Du sollst dir kein Bildnis machen von irgendetwas oben im Himmel und unten auf der Erde oder unter dem Wasser. Du sollst ihm nicht dienen und du sollst ihn nicht anbeten. Du sollst dich Gott voll hingeben, in einigen Übersetzungen. Voll hingeben ist Islam. Was finden wir in dem Psalter, beziehungsweise dem Psalmen, was finden wir dort? Dort finden wir beispielsweise einen Ausspruch von David, Friede und Segen auf ihm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Und ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Und so weiter und so fort. Neues Testament, was finden wir dort? Johannes 5, Vers 30. Jesus sagt, ich kann nichts von mir selber aus tun. Matthäus 26, Vers 39. Und er ging 3 Schritte weiter und fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Zu wem betete er? So wie die Muslime, zum allmächtigen Gott. Und viele Beispiele. Jesus, Markus 10, Vers 18. Guter Meister, sagt jemand zu ihm, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Was nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kennst doch die Gebote, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter und so fort. Das ist Islam. Deswegen sagen wir, Islam ist die Wiedererscheinung von dem, womit diese Propheten gekommen sind und dass die Menschen die Botschaft verstellt haben, teilweise. Dass einige Leute beispielsweise Jesus zum Anbetungsobjekt gemacht haben, obwohl er selber zu Gott gebetet hat. Andere beten Buddha an, obwohl Buddha nie gesagt hat, man solle ihn anbeten. Beispielsweise. So. Dann, wenn wir die Namen der anderen Religionen betrachten, beispielsweise, sieht man eine Gemeinsamkeit, dass die Religionen immer nach einer bestimmten Person benannt werden oder nach einem Ort. Zum Beispiel Christentum. Jesus hat niemals gesagt zu seinen Nachfolgern, dass sie sich Christen nennen sollen. Dies ist ein Name, der sich auf eine Person bezieht. Es kommt von dem griechischen Christos, was der heißt, der Gesalbte, der Messias. Und dieser Name wurde erst in späterer Zeit, nachdem Jesus schon von dem allmächtigen Gott aufgezogen wurde in den Himmel, wurde es von ihm erwähnt. Wurde es von diesen Leuten gegründet, dieser Name. Judentum. Moses hat niemals gesagt, nennt die Religion Gottes Judentum. Denn die Religion Gottes ist, sich Gott hingeben. Das ist dieses Prinzip. Judentum, woher kommt dieser Name? Vom Stamm Juda, beziehungsweise Judäa. Von einem bestimmten Ort, für ein bestimmtes Volk. Buddhismus, Gautama Buddha, wie wir schon gesagt haben. Hinduismus, Hindu heißt Inder. Also nach einem bestimmten Volk wieder. Konfuzianismus nach Konfuzius. So sieht man, dass jede Religion nach einem bestimmten Ort und nach einem bestimmten Volk oder nach einer bestimmten Person benannt wurde. Bei Islam ist es, dass dieser Name extra gegeben wurde, von Gott selber, und das Prinzip dieser Religion widerspiegelt. Das heißt, sich Gott alleine hinzugeben und sich ihm zu ergeben.
Dann betrachten wir die Botschaft des Islam. Es gibt eine prinzipielle Botschaft, und das ist ein Argument auch vom Islam, dass das, was praktiziert werden muss, einfach verständlich sein muss für jeden. Die Botschaft des Islam ist ganz einfach, kann man in 20 Sekunden erklären. Du hast einen Gott, dieser Gott ist der Allmächtige, Allwissende, Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums. Er hat den Menschen erschaffen, damit sie ihm dienen. Er braucht deinen Gottesdienst nicht. Du brauchst diesen Gottesdienst. Er ist für dich da. Du bist mit dieser Natur erschaffen worden. Wenn du dies machst, wenn du den Propheten folgst, er hat Propheten geschickt, Gesandte geschickt, Bücher geschickt. Wenn du dich daran hältst, gehst du ins Paradies. Wenn du es nicht machst, gehst du in die Gegenrichtung. Punkt. Das ist einfach verständlich für jeden Menschen zu verstehen. Dann die Kernbotschaft des Islam ist aber eine ganz simple Botschaft. Ist nicht, ja, ich muss daran glauben, dass Gott inkarniert wurde, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott, aber alle drei zusammen sind nur ein Gott. Und wir müssen daran glauben, dass Gott inkarniert wurde als Mensch Jesus. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, beziehungsweise das Wort war ein Gott und dieses Wort ist herabgesandt worden. Als Mensch ist Fleisch geworden und ist dann auch für die Sünde der Menschen gestorben, weil du ansonsten, es kann nur ein Opfer für die Sünde der Menschen. Ich sag ganz ehrlich, es geht darum, diese Botschaft und der Beweis dafür, dass diese Botschaft kaum einer versteht, ist, habe ich in Diskussionen, die ich so oft führe. Ich rede mit jemandem, der ist zum Konfirmationsunterricht gegangen, beziehungsweise Kommunionsunterricht gegangen, zur Firmung gegangen, katholisch, evangelisch, geht jeden Sonntag zur Kirche und ich frage ihn, ist Jesus Gott? Da sagt er, nee, Sohn Gottes. Und dann fragst du, was bedeutet denn Sohn Gottes? Heißt das, er hat jetzt Eigenschaften von Gott? Wir sagen doch, Gott ist einzigartig, oder? Weil wenn wir sagen, Gott ist einzig und einzigartig und der Sohn hat Eigenschaften von Gott, weil er ist der Sohn Gottes, das heißt, Sohn spricht darauf, da bezeugt, dass du Eigenschaften von Gott hast. Dass du Natur von Gott hast, dass du selber Gott bist. Oder wie? Es kann keiner erklären. Oder wenige. Das kann doch nicht sein, dass nur der Theologe dir das grundsätzliche Prinzip erklären kann. Ich hatte noch letzte Woche eine Diskussion gehabt bei mir auf der Arbeit, wie ich das gesagt habe, dass Jesus im Christentum Gott ist. Und wenn man die Glaubensbekenntnisse liest, steht dort ganz deutlich drin. Sei es lutheranische Kirche, sei es katholische Kirche, sei es die Zentrallehre der Kirche, Jesus ist Gott, es ist notwendig daran zu glauben, dass Jesus Gott ist, weil, dass jemand für die Sünden der Menschen stirbt und das Opfer ist, kann nur das perfekte Opfer gelten und das kann nur Gott selber sein. Und wenn du nicht glaubst, dass er Gott ist, dann reicht das Opfer auch nicht und dann kann es auch für dich kein Heil bringen. Und diese Frau sagt zu mir bei der Arbeit, ja, die darüber anfing, nee, ist totaler Quatsch, was du erzählst, das stimmt doch gar nicht. Jesus ist nicht Gott bei uns. Jedes Firmung, dies, das komplette Programm durchgemacht. In der Schule, Religionsunterricht. Und wie kann das sein, und da soll sich jemand selber, ich will keinen angreifen, aber soll sich jemand Gedanken machen, wie kann das sein, dass 90% oder ich weiß nicht wie viel Prozent, ein großer Prozentsatz der Christen, die die Firmung mitgemacht haben, die sonntags in die Kirche gehen und die Religionsunterricht in der Schule haben, dass die das Grundprinzip von Christentum weder selber verstanden haben, geschweige denn jemand anderem erklären können. Gestern war auch Diskussion, wir hatten gestern einen Vortrag in Singen gehabt. Da war dann auch eine Frau gewesen, seit 8 Jahren in einer freikirchlichen Gemeinde, die konnte mir das Konzept der Trinität nicht richtig erklären. Islam kann dir jeder erklären. Das, was ich eben sagte, 3 Sekunden. Es gibt einen Gott, der allmächtige Schöpfer, Lenker, herrscht das ganze Universum. Der hat dich erschaffen. Der hat dich erschaffen, damit du im Dienst hat Bücher gesandt, herabgesandt, damit, wenn du im Dienst gehst ins Paradies. Das ist der Preis dafür. Alhamdulillah, Gott wird dir verzeihen. Punkt. Einfach. Versteht jeder. Und das ist etwas, was jeder Mensch akzeptiert. Das heißt, diese Botschaft muss einfach sein. Und die Grundbotschaft dieser Religion ist, wie gesagt, ich will nochmal erwähnen, ich will niemanden damit beleidigen, ich will nur zum Nachdenken anregen, denn natürlich kann man davon ausgehen, dass ich
als Ex-Protestant mir auch Gedanken darüber gemacht habe, warum ich zum Islam übertrete. Und das sind meine Gedanken. Es kann ruhig jemand andere Gedanken haben, das akzeptiere ich voll und ganz. Aber man soll sich darüber Gedanken machen. Islam, grundlegende Botschaft. Ganz einfach. Diene dem Schöpfer, vermeide die Anbetung der Schöpfung. Diene dem Schöpfer alleine. Alleine, alleine, alleine. Der Schöpfer wird nicht durch die Schöpfung angebetet. Und deswegen ist es auch falsch, wenn man den Muslim als Mohammedaner bezeichnet. Erstmal sowieso, wie ich eben schon gesagt habe, Islam heißt sich Gott ergeben. Ist der Name, hat Gott gegeben für die Religion. Mohammedaner impliziert, wie bei Christentum, wie bei Buddhismus, dass dort eine andere Person, weil im Buddhismus gibt es auch Gruppen, die Buddha anbeten, dass diese Personen angebetet werden. Dies beinhalten diese Worte. Christentum, Buddhismus und so weiter und so fort. Aber Islam verneint es ganz entschieden, dass der Prophet Mohammed s.a.w. in irgendeiner Art und Weise angebetet wird. Sei es Bittgebet, wenn wir Bittgebete machen, weil viele haben die falsche Annahme, dass im Islam gibt es 5 Gebete am Tag, ansonsten beten die nicht. Och, das sind einfach nur hoch runter. Bei einigen Leuten ist das vielleicht hoch runter, aber wer das Gebet richtig verstanden hat, bei dem ist es nicht nur hoch runter. Das ist ein Vorurteil, was keinen Hand und Fuß hat. Sondern wir können immer beten. Ich kann jetzt beten. Allah, öffne die Herzen von allen Menschen der Schweiz. Amin. O allmächtiger Gott, festige mich in der Religion. O allmächtiger Gott, lass uns heute heil zu Hause ankommen. O allmächtiger Gott, gebe mir Weisheit in der Religion. O allmächtiger Gott, gib uns Weisheit. Und zeig uns das Wahre als wahr und hilf uns, zu befolgen. Und zeig uns das Falsche als falsch und hilf uns, zu vermeiden. Amin. An immer beten. Wenn ich draußen fahre, da brauche ich nicht erstmal also Wudu zu machen und dann fange ich an zu beten. Ich kann im Auto beten, ich suche einen Parkplatz, oh Gott, mach, dass ich einen Parkplatz finde. Kein Problem. Wir sind 24 Stunden, 24 mal 7 heißt unser Motto. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche sind wir mit Gott verbunden. Das ist Islam. Nur, falls jemand diese falsche Annahme hat, ja? So. Und die Botschaft ist, die grundlegende Botschaft ist, dass man Gott in seiner reinsten Form anbetet. Und was viele Leute schockiert, wenn wir zum Beispiel andere Religionen betrachten, wir sagen zum Beispiel Christentum, weil die meisten werden wahrscheinlich Christen sein, die hier nicht Muslime sind. Wenn wir sagen, warum betest du Jesus den Menschen an? Er wird sagen, wir beten nicht Jesus den Menschen an, sondern wir beten Gott an, der inkarniert. Er ist inkarniert, Kane kommt vom Fleisch, der fleischgewordene Gott beten kann. Aber im Endeffekt betest du die Schöpfung an. Im Endeffekt endest du, dass du die Schöpfung anbetest. Vielleicht wird das jemandem deutlicher, wenn er Hinduismus betrachtet. Hindus glauben an einen Gott. Viele werden denken, wie Hindus, die haben doch tausende Skulpturen. Ja, aber sie glauben an einen Schöpfergott, Brahma. Aber sie glauben, dass Gott sich in verschiedenen Elementen manifestiert hat. Tiere, Menschen, Steine und so weiter und so fort. Und deswegen werden diese Dinge angebetet. Aber wir sagen ganz eindeutig als allererstes, Gott ist Gott. Und Gott ist ein deutlich getrenntes Wesen von seiner Schöpfung. Und wenn du ihn als Mensch machst, dann hast du ihn niedriger gemacht als Gott. Im Falle von Jesus beispielsweise oder Krishna. Du machst ihn zu Gott oder Osho und so weiter. Machst ihn zu einem Mensch, inkarnierter Gott, der vielleicht von anderen Menschen, wie im Fall von Osho, gefangen genommen wird, kein Visa bekommt für irgendein Land, Rückenschmerzen hat, Asthma und so weiter. Im Falle von Jesus, wie Christen behaupten, wurde er getötet von anderen Menschen. Wir sagen, Gottes Eigenschaften sind immer Gottes Eigenschaften. Wird jemand sagen, kann Gott nicht alles tun? Ja. Alles, was ihn zum Gott macht. Aber laut Bibel kann Gott auch nicht alles. Zum Beispiel steht in Jesaja, Gott kann nicht lügen. Weil Gott ist wahrhaftig. Und es wäre absurd zu sagen, er ist gleichzeitig wahrhaftig und gleichzeitig ein Lügner. Es ist absurd zu sagen, er weiß alles, aber ist dumm in der Schule, Auwebille. Und der Islam beschreibt Gott immer mit den vollkommenen Eigenschaften. Kannst du sagen, er wird Gott ein Moskito und dann hast du ihn gefressen? Subhanallah, das ist nicht Gott, sondern Gott ist Allahu Akbar. Größer als alles. Wenn du ihn kleiner machst als das, ist er nicht mehr Gott. Und deswegen ist diese Annahme sowieso absurd. Und diese Annahme würde jede
würde jeden Schwachsinn zulassen. Weil dann könntest du sagen, ja, vielleicht hat Gott ja die Bibel offenbart, die ist nicht verfälscht worden. Und in der Bibel steht drin, du musst dich taufen lassen, Apostel Paulus, Römerbrief 6. Dann hast du den Tod von Jesus auf dich genommen und so weiter und so fort. Und dann, am jüngsten Tag, wäre es ja dann möglich, wenn du sagst, ja, ist kein Problem, wir können Gott auch mit negativen Eigenschaften beschreiben, so wie einige Leute bezeichnen. Ja, wenn ich sage, Jesus ist Gott und er ging auf Klo und hat gegessen, hatte Angst und so weiter und so fort, ja, beschreibe ich ihn mit negativen Eigenschaften. Dann ist, wenn du jetzt kommst mit, ja, okay, Gott ist ja Gott, kann alles, ist anders als du denkst. Ja, wir sagen, Gott ist anders als wir denken. Im positiven Sinne überlegen, dass wir uns ihn nicht vorstellen können, aber nicht im negativen Sinne, also zur Ameise, du trittst sie platt. Weil ansonsten würde jeder Schwachsinn könnte man dann zulassen. Zum Beispiel wäre es dann möglich, was ich eben schon sagen wollte, dass Gott gesagt hat, laut Bibel, Römerbrief 6, hat dem Apostel Paulus inspiriert, wer sich auf den Tod Jesus taufen lässt und so weiter und so fort, geht ins Paradies. Und dann kommst du am jüngsten Tag und dann sagt er, Ätschi Pompätschi, verarscht, ab in die Hölle. Das wäre dann möglich. Aber natürlich wird Gott so nicht beschrieben. Deswegen ist es absolut entgegengesetzt jeder Logik, so etwas aufrechtzuerhalten. Und außerdem, der so etwas aufrechterhält, und das ist etwas, was laut von uns Muslimen als eine Botschaft von allen falschen Religionen definiert wird. Ja? Wir sehen beispielsweise, jede falsche Religion ruft dazu auf, Gott entweder die Schöpfung anzubeten oder zu sagen, Gott wäre ein Teil der Schöpfung oder ein Teil der Schöpfung geworden oder Gott ist als Mensch irgendwie gekommen. Was will jemand sagen, der sagt, Jesus ist Gott inkarniert? Was will jemand sagen, der an Krishna glaubt, dass Krishna Gott inkarniert ist? Was will er ihm sagen? Welches Argument will er ihm bringen? Welches Argument will er dem Hindu bringen, der tausende Götter anbeten und sagt, ja, Brahma inkarniert, Brahma hat die Welt erschaffen, ich bete Vishnu an, Brahma und so weiter und so fort. Kann kein Argument bringen. Aber wer Islam verstanden hat, sagt, Gott ist immer der Herrschöpfer überlegen, in jedem Fall, und ist ein deutlich getrenntes Wesen von seiner Schöpfung, über unserer Vorstellungskraft, weder Mann noch Frau. Und viele Leute haben diesem Herz, das ist etwas, was Gott einem schon ins Herz gegeben hat, worauf wir nachher noch intensiver eingehen. Du redest manchmal mit Leuten und du sagst ihnen, glaubst du an Gott? Dann sagt er zu dir, ja, ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube, dass da ein höheres Wesen ist. Ja, wer ist denn dieses höhere Wesen? Das heißt, sein Herz hat gesprochen, weil in unserem Inneren wissen wir schon, wer der wahre Gott ist. In unserem Inneren, wenn sich jemand wirklich fragt, wird er sagen, Jesus ist nicht Gott, Buddha ist nicht Gott, Osho ist nicht Gott, Krishna, nein. Du wirst wissen, dass Gott Gott ist, der allmächtige Gott. Wenn sich jemand wirklich fragt. Und in diesem Fall, natürlich, wie ich schon gesagt habe, die Kernbotschaft des Islam, Gott alleine anzubeten. Dass Gott nicht durch seine Schöpfung angebetet wird. Und dies ist etwas, was wir sagen, was die Botschaft von allen Propheten war. Das sage nicht ich, das steht im Koran. Sure 16, Vers 36, dort sagt Allah, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يُبْدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte erweckt, damit sie die Menschen lehren, dient Gott alleine und vermeidet die Anbetung der falschen Götter. Und darauf nochmal hinzugehen, nochmal zu erwähnen, dass der Schöpfer und die Schöpfung zwei deutlich voneinander getrennte Wesen sind. Wir sagen, Gott ist nicht überall, wie einige Muslime das leider fälschlicherweise denken, weil dieses eigentlich der Grund für den Götzendienst, der aufgetreten ist. Weil wenn jemand sagt, Gott ist überall, dann ist Gott auch in dieser Flasche. Und dann sagt der Götzendiener, und das ist, was viele Götzendiener sagen, ist, ja, ich bete nicht die Flasche an, sondern ich bete Gott an, der zentriert ist in dieser Flasche. Und auf diese Art und Weise lässt sich dann der Götzendienst, lässt er sich dann rationalisieren. Jetzt gibt es noch ein anderes Argument, was einige Leute halt vorbringen, ist zum Beispiel die Annahme des Gebetes. Das hat viel zu tun auch mit den emotionalen Beweisen. Ich habe eben schon erwähnt, dass Leute sagen, ja, da gab es Leute, die haben mit anderen Zungen gesprochen und so weiter und so fort. Die Annahme des Gebetes. Es wird jemand sagen,
dass wir Jesus anbeten, ist richtig, weil mein Gebet wurde erhört, wurde akzeptiert. Und es wurde darauf geantwortet. Aber hier kann man natürlich wieder sagen, ja, okay, wir haben zu Gott gebetet, wurde auch akzeptiert. Und der eine hat zu Vishnu gebetet und der andere hat zu Brahma gebetet und der andere zu Krishna und so Osho und so weiter und so fort und wurde erwähnt. Und einer hat zum Baum gebetet und das, was er gebetet hat, sein Gebet wurde erhört. Also ist das richtig, wenn ich den Baum anbete, oder? Aber wenn man wirklich betrachtet, die wahre Religion kam immer mit der Botschaft, dass die Schöpfung nicht angebetet wird, sondern der Schöpfer. Jetzt fragt man sich ja, okay, warte mal, wie kann es denn sein, dass der Baum das Gebet erhört? Der Baum, du gehst mit der Motorsäge hin, hackst den ab, ist der Baum weg. Das ist ein kleiner Baum, ist ein Bonsai-Baum, brauchst doch keine Motorsäge. Vielleicht betet dir auch einer den Bonsai-Baum an. So, wie ist das also? Hat der Baum die Gebete gehört? Nein. Sondern Gott hat das, was er wo er zum Baum gebetet hat, dieses Gebet, er hat das zugelassen, was er hat sein, das, was er erbeten hat, hat er zugelassen, dass es geschieht. Und so lässt sich das dann auch auf Jesus und so weiter erbeten. Aber der Einzige, der die Gebete wirklich erhört, ist wer? Ist der allmächtige Gott. Jetzt haben wir noch eine andere Sache, die wir unbedingt erwähnen müssen. Und das ist vielleicht einer der Argumente, meiner Meinung nach, die den Islam wirklich zum einzigen Kandidat machen, die wahre Religion Gottes zu sein. Das ist die Allgemeingültigkeit der Religion. Denn wenn wir sagen, dass es solche verheerende Folgen hat, wenn man einem falschen Weg folgt, und dass jeder Mensch dazu verpflichtet ist, diesem speziellen Weg zu folgen, dann muss dieser Weg zu allen Zeiten, an jedem Ort, von jedem Mensch erreichbar sein. Oder es muss von jedem Menschen, für jeden Menschen möglich sein, dass er das Heil erreichen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel Christentum betrachte, ich nehme das nochmal als Beispiel, man sagt, das geht auf Römerbrief 5 und Römerbrief 6 zurück, Römerbrief 5 steht, da sagt Paulus, durch die Sünde eines einzigen Menschen sind alle Menschen schuldig gesprochen worden. Das heißt, durch die Sünde von Adam sind alle Menschen schuldig gesprochen worden. Gibt es unterschiedliche Interpretationen. Der eine sagt, er wird mit der Sünde geboren, wie eine Erbkrankheit, die Erbsünde. Der andere sagt, er wird geboren mit der Veranlagung zu Sünden zu begehen, mit dieser Veranlagung. Und so weiter. Gibt es dann wieder unterschiedliche Interpretationen. Aber Fakt ist, durch die Sünde wurde er zum Sünder. Und durch die gute Tat eines Einzigen werden alle Heil bekommen. In Römerbrief 6 steht dann wann? Wenn er sich auf den Tod taufen lässt. Hier gibt es wieder unterschiedliche Interpretationen. Katholische Kirche von damals, in Karthago 405, haben sie beschlossen, dass die Babys, die sterben, ohne getauft zu sein, in die Hölle gehen. Weil sie sind mit der Erbsünde geboren und werden in die Hölle gehen. Das ist katholische Lehre gewesen damals. Wenn man sagt, der Papst ist ja der Stellvertreter Gottes, dann kann er ja damals nicht falsch gelegen haben. Ja? Das war damals. Dann sehen wir im Mittelalter, dass die Babys, die gestorben sind, nicht im Friedhof der Christen beerdigt worden sind, aufgrund dieses Verses. Weil Apostel Paulus sagt, dieses Heil kommt durch die Taufe zu dir. Das heißt, dann hat er in diesem Fall keine Chance. Natürlich kommt jetzt jemand anders und sagt, oder andere Gruppen, Christenheit und heutzutage übrigens in den christlichen, katholischen Krankenhäusern findet man noch die Nottaufe. Die sogenannte Nottaufe. Das ist, wenn ein Baby zum Beispiel zu früh geboren wird oder kurz vorm Tod ist, dann tauft man es schnell zur Not, damit es nicht ansonsten in die Hölle geht. Das ist heute noch vorhanden in vielen katholischen Krankenhäusern. Allerdings heute gibt es eine andere Theologie. Man sagt, ja, Gott ist gerecht. Aber Fakt ist, wenn wir sagen, der Mensch wird mit der Sünde geboren, oder beziehungsweise als Sünder geboren, und der einzige Weg davon loszukommen ist, dass er den Opfertod Jesus annimmt, ja, weil das ist, was die anderen sagen. Die anderen sagen, die reine Annahme reicht, die Taufe muss nicht unbedingt nötig sein. Beweis dafür, als Jesus am Kreuz gehangen habe, hat einer den Glauben an ihn bezeugt und Jesus hat gesagt, heute wirst du im Himmelreich sein. Mutabit ungefähr Bedeutung, ja. Oder den Glauben an diesen Opfertod annimmt, ja,
dann muss er davon Bescheid wissen. Ansonsten ist es, nehmen wir jetzt mal einen, der in Südamerika wohnt, ein Indianer. Wie will er jetzt daran glauben, dass, und er wird als Sünder geboren, er stammt von Adam ab, das mit Sicherheit. Wie will er jetzt daran glauben und wie will er den einzigen Weg zum Heil wahrnehmen, dass er für ihn gestorben ist? Jesus, wie? Ich habe da mit einem lutheranischen Priester darüber geredet und seine Antwort darauf war, das war in seiner Moschee gewesen, weil er kam da, um zu missionieren, ist dann auf uns getroffen, Alhamdulillah. Und er meinte, ja, da haben wir eigentlich, das ist sehr schwer zu beantworten, diese Frage, aber die, die hier sitzen, die haben ja jetzt die Botschaft vom Evangelium schon gehört. Danke. Mit an, ich weiß schon, wenn Christentum richtig ist, dann wäre, hätten wir verloren. Ganz klarer Fall. Das habe ich schon erfasst. Aber wenn du mir nicht erzählen kannst, wie ein Baby oder wie ein Mensch, der noch nie von Jesus gehört hat, ins Paradies kommt, wenn du mir das nicht beantworten kannst mit einem Vers aus der Bibel, dann kann es nicht richtig sein, was du sagst. Und wenn du mir etwas bringst, was dagegen spricht, aber du sagst auf der anderen Seite, es ist notwendig, an den Kreuztod zu glauben, an den Opfertod, dann ist das ein Widerspruch. Das heißt, dann gibt es einige Herangehensweise, einige sagen, die, die vorher gelebt haben, haben schon gewusst, dass der Messias für die Sünden der Menschen sterben wird, aber das ist falsch. Denn wir sehen selbst im Neuen Testament, dass die Jünger nicht wussten, wovon Jesus redet. Und dass die Pharisäer nicht wussten, weil dann hätten sie ja schlecht gekreuzigt, weil dann hätten sie ja gewusst, dass es so ist. Dass dann das Heil für die Menschen kommt. Der andere Fall ist, Gott ist gerecht. Okay, Gott ist gerecht, kein Problem. Aber jetzt sagst du, dass der Opfertod nicht notwendig ist und das widerspricht deiner Lehre. Das heißt, du kommst nicht aus dem Problem raus. Aber jetzt zum islamischen Fundament, ganz einfach. Wir haben eben schon gesagt, alle Propheten sind mit Islam geschickt worden. Das heißt, die, die vor dem Propheten gefolgt sind, was sind die? Gottergebene. Was heißt Gottergebene auf Arabisch? Muslim. Nicht vom arabischen Wort orientieren lassen, vom Konzept. Das Konzept nehmen, das Fundament. Muslim. Die, die mit Moses zusammen waren, waren Gottergebene. Die mit Jesus zusammen waren, ihnen glaubt, waren Gottergebene, haben ihn alleine angebetet. Punkt. Jetzt, nächster Punkt. Was ist jetzt mit einem kleinen Baby, was stirbt? Wir haben eine Antwort in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oder für Leute, die nie was von Mohammed gehört haben, oder nie was vom Islam gehört haben vielmehr, dass sie am jüngsten Tag noch eine Chance bekommen, eine Probe. Und wer die besteht, geht ins Paradies. Das heißt, es gibt die Gerechtigkeit. Der nächste Punkt ist, es kann sein, dass jemand lebt in einem entfernten Gebiet, im Gebirge, im Dschungel, irgendwo und hat noch nie etwas von Mohammed gehört. Aber folgt dem, was wahr ist von seiner Botschaft und folgt seiner Fitra, seiner natürlichen Veranlagung, betet Gott alleine an, dass Gott ihn als Muslim, als Gottergebener ins Paradies eingehen lässt. Das ist nicht, was ich sage, das kommt aus Hadithen hervor, wie ich eben schon gesagt habe, dass die Leute am nächsten Tag eine Probe bekommen, ein Hadith, ein Ausspruch des Propheten. Und im Koran selber steht dies, an zwei Stellen, der Vers zweimal. Inna alladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrun inda rabbihim wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Die, die glaubt haben. Und die Juden waren, beziehungsweise die vom Judentum aus dem Islam gekommen sind, oder auch die, die damals bei Moses an das geglaubt, was Moses gemacht hat. Gott sagt dir nur Juden und Christen, um den Unterschied klar zu machen, ja? Und Sabia, die an Allah geglaubt haben und gute Werke getan haben. Die werden ihren Lohn bei ihrem Herrn haben und die werden nicht traurig sein. Das heißt, du hast es vielleicht mit deiner Oma zu tun in Deutschland, die gestorben ist, aber die ist vielleicht als Muslimin gestorben, du hast es gar nicht mitbekommen, weil die hat nie was vom Islam gehört, hat Gott alleine angebetet, hat Jesus als einen Diener Gottes angesehen und so weiter. Und das ist, was viele Leute im Herzen haben. Subhanallah, viele Leute, wenn du sie fragst, auch ältere Leute, die beten Gott alleine an und die beten nicht Jesus an und sehen Jesus als einen Diener Gottes an. Und vielleicht wird das von ihnen als Islam angenommen, weil es kann jemand Muslim sein, obwohl er nie was von Mohammed gehört hat, subhanallah. Das ist das islamische Konzept. Und dies ist für mich ein ganz eindeutiger Beweis, dass Islam der einzige Kandidat ist. Weil bei allen anderen Religionen findest du, dass du ein bestimmtes System, Jude ist der, okay, es gab auch Leute, die zum Judentum übergetreten sind, aber im Prinzip ist es eine Religion, die
dass du Jude wirst dadurch, dass deine Mutter Jude ist. Es gibt, wir wissen, es gab in der Geschichte auch Leute, die zum Judentum übergetreten sind. Es gab auch Missionierung. Allerdings war das weniger der Fall gewesen als beim Christentum oder beim Islam. Aber trotz alledem, Jude bist du erstmal, wenn du als Jude geboren bist, wenn deine Mutter Jüdin war. Buddhist, Hindu und so weiter und so fort. Aber Islam ist eine allgemeingültige Religion. Jetzt kommt noch die andere Sache. Wie erkennst du Gott? Ein wichtiges Prinzip, was der Islam lehrt. Allah berichtet im Koran, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. Und dann, also, als Allah von dem Adam, von seinem Rücken, er ließ alle Nachkommen von ihm auferstehen. Das heißt, eine Vorexistenz. Und ließ sie bezeugen, bin ich nicht euer Herr? Und sie sagten, ja, wir bezeugen, damit ihr an Yawm al-Qiyamah nicht sagt, ihr wusstet nichts davon. Deswegen hat jeder Mensch eine natürliche Veranlagung für Gott, an Gott zu glauben. Und deswegen nennen wir den Unglauben auch im Islam, weil wir hören oft, Muslime nennen Christen, Juden und andere als Ungläubige. Eigentlich ist das Wort Ungläubige eine falsche Übersetzung. Weil ungläubig versteht jemand, in Deutschland vor allen Dingen, als jemand, der an nichts glaubt. Und wir sagen nicht, dass ein Christ an nichts glaubt. Also als Ungläubiger wird jemand bezeichnet, der Atheist ist. Aber wir sagen nicht, dass Christen Atheisten sind. Wir sagen, Christen glauben an eine Religion, die viele gute Werte hat, die viel Gutes vermittelt, die viel von der Wahrheit hat. Die Juden glauben an eine Religion, die viel von der Wahrheit hat, die viel gute Werte vermittelt. Ist kein Ungläubiger. Aber Kafir bedeutet im Arabischen jemand, der die Wahrheit verhüllt. Denn in deinem Inneren weißt du, dass Jesus nicht Gott ist. Kafara, das bedeutet etwas verhüllen. Die Wahrheit verhüllen in deinem Inneren. Hast du Gott? Und hast du die Veranlagung, an den wahren Gott zu glauben? Das ist etwas, womit man geboren wird. Und deswegen derjenige, der seiner Fitra folgt, seiner natürlichen Veranlagung, und die nicht entstellen lässt durch sein Umfeld, der kann auch ins Paradies kommen. Das ist eine islamische Lehre. Und das ist erstmal die Präsentation von mir zu dieser Fragestellung. Wir haben also erwähnt, welche Kriterien man nicht beachten sollte zur Wahrheitsfindung. Wir haben einige Grundprinzipien des Islam erklärt. Ich könnte noch viele Wunder im Koran und so weiter, diese ganzen Sachen könnte man erfassen, aber ich denke, man sollte vor allen Dingen auch betrachten, wie ich schon gesagt habe, dass der Islam wirklich eine Religion ist, die dazu aufruft, Gott in der reinsten Form, den einen allmächtigen Gott in der reinsten Form anzubeten und dass es eine allgemeingültige Religion ist, wo jeder Mensch zu jeder Zeit, an jedem Ort die Möglichkeit hat, das Heil zu erfahren und der Hölle zu entkommen. Und wir machen jetzt eine kurze Pause. Inshallah, danach kann man Fragen stellen. Und natürlich, was ich wirklich den Menschen noch mit auf den Weg geben will, wir werden wahrscheinlich nicht alle Fragen beantworten können, aber was ich vom Herzen jedem sagen will, ist, er soll sich mit dem Islam befassen. Die Muslime sollen an dem Islam richtig festhalten und gute Vorbilder sein. Es ist eine Schande, wenn ein Muslim sich kriminell verhält, Sachen macht, die der Islam verbietet und dadurch den Islam natürlich in ein schlechtes Licht stellt. Und für den Nicht-Muslim natürlich, warum sagen wir diese Worte? Damit das keiner falsch versteht. Wir glauben ganz deutlich, oder der Allah sagt diesem Koran, ganz deutlich in Sure 3, Vers 85, وَمَنْ يَبْتَغِي الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, die wird von ihm nicht angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Und der Prophet Mohammed sagt, keiner von dieser Umma hört von mir, sei er Jude oder Christ. Er sagt sogar, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, das heißt bei Gott, keiner von dieser Umma, von dieser Gemeinschaft, die aufgerufen wird zu dem Glauben an ihn, hört von mir, egal ob Jude oder Christ. Und glaubt da nicht an das, womit ich gesandt worden bin, außer dass er zum Gefährten des Feuers gehört. Ich sage dies nicht, um jemanden anzugreifen. Ich sage nur, weil wir wollen nicht spielen. Wir wollen niemanden hier rausgehen lassen, indem die halbe Wahrheit erzählt haben. Wir wollen für die Menschen das Beste.
Wir wollen, dass wir alle, die hier sitzen heute, dass wir am jüngsten Tag zusammen ins Paradies eingehen. Und dass keiner, der hier ist, in die Hölle geht. Das ist unser Bedenken. Deswegen, wir sind keine Versicherungsvertreter. Wir sind nicht aus Deutschland gekommen, um den Menschen hier einen vom Pferd zu erzählen, einen Kaffeeklatsch zu machen. Wir machen gerne Kaffeeklatsch. Wir sind gerne nett mit den Leuten. Wir unterhalten uns gerne mit den Leuten. Aber es geht um eine ernste Angelegenheit. Es geht um die Wahrheit. Möge Allah uns die Wahrheit als wahr zeigen und sie helfen zu folgen. Amin. Und das Falsche als falsch und helfen, davon Abstand zu nehmen. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.